Ja, also Chisinau und Moldawien ist, um ehrlich zu sein, nie auf dem Plan gewesen. Auf meinem Plan. Ich wusste gar nicht, dass es diese Stadt gibt, dieses Land. Ja, Freunde, das waren die letzten Kisten. Und jetzt, unsere Van ist leer. Endlich. Das heißt für uns, wir machen den Rest des Tages nichts. Gestern ja, war anstrengend genug, ne? 2400 Kilometer. Ja, also wir werden uns jetzt erstmal entspannen. Und morgen geht's für uns dann in die Hauptstadt nach Chisinau. Ja, so müssen wir noch die Stadt tragen. Ja, natürlich die Kleine. Wir sind nach Chisinau gefahren, in die Hauptstadt von Moldawien. Eine Stadt mit 700.000 Einwohnern, mit vielen Autos und genauso vielen verrückten Fahrern. Ich nenne die Fahrer so, weil jeder nach seiner eigenen Regel fährt und parkt. Anders als der Rest der Welt wird hier das Warnblinklicht angeschaltet, um mitten auf der Straße zu parken. Wir Moldawier haben einen Witz: Wenn du irgendwo am Straßenrand ein Auto mit Warnblinklicht siehst, ist es ein Moldawier. Die Stadt hat nicht besonders viele touristische Orte, außer vielleicht den Dom und der Stadtteil drumherum. Das hier ist der Dom, der steht eigentlich mitten in der Stadt von Chisinau und ich finde, es ist einer der schönsten Gebäude hier, die man auf jeden Fall sich anschauen sollte, wenn man schon mal in der Nähe ist, so wie wir jetzt gerade. Und mehr weiß ich darüber eigentlich gar nicht zu sagen, da müssen wir jetzt mal andere fragen. Ja, dazu kann ich etwas sagen, das ist ja der Dom von Chisinau und eigentlich das ist hier Hauptplatz, wo wir sind, vom ganzen Stadt. Und dahinten ist es die Regierung, das Gebäude vom Regierung und noch so ein Turm mit einem, wie heißt dieser Ding, Kerstin? Das macht Bam Bang. Die Glocke? Ja, mit einer Glocke. Da hinter mir, ihr konntet sehen, da Arc de Triomphe oder wie sagt Kerstin, das ist Triumphbogen. Ja, das ist ein sehr bekannter Platz in Moldawien, eigentlich das wichtige Platz. So, ich bin jetzt schon eine Weile hier am Rumlaufen und suche einen Platz, wo ich die Kamera abstellen kann, damit ich euch ein bisschen was erzählen kann. Aber das mit dem Platz, wo ich die Kamera einstellen kann, ist gar nicht so einfach. Von Weitem sah das hier wie eine gute Option aus, aber wir haben kein Dach, kann ich also auch wieder nichts draufstellen. Deswegen werde ich euch jetzt einfach sowas in die Kamera quatschen und hoffen, dass euch nicht schwindelig wird, während ich so laufe. Ja, also Chisinau und Moldawien ist, um ehrlich zu sein, nie auf dem Plan gewesen, auf meinem Plan. Ich wusste gar nicht, dass es diese Stadt gibt, dieses Land oder wo überhaupt so ein Land existieren könnte. So, jetzt haben wir aber herausgefunden, dass es dieses Land tatsächlich gibt. Ich bin hier, André auch irgendwo, da hinten glaube ich. Naja, auf jeden Fall, Moldawien liegt zwischen der Ukraine und Rumänien. Früher war das mal ein Teil von Rumänien, deswegen sprechen die Leute hier auch Rumänisch. Nicht Hochrumänisch, sondern eher wie so ein Akzent mit ziemlich vielen russischen Wörtern drin. Das kommt noch aus der Zeit, wo Moldawien Teil der Sowjetunion war. Vielleicht haben sich die russischen Wörter auch schon vorher mit eingebracht. Keine Ahnung, kenne mich nicht aus, weiß ich nicht. Will jetzt auch nichts Falsches erzählen. Aber ja, es gibt hier so eine Mischsprache, würde ich mal sagen. Durch die vielen Parks ist die Stadt sehr grün. Manche Stadtteile sind sogar durch kleine Wälder voneinander getrennt. Thank you.
zurück vom Hauptstadt und ihr wisst ja, unsere Van hat ein paar Kratzer. Und Beulen. Nicht vergessen die Beulen. Ja, die sind das Schlimmste und noch ein bisschen raus. Genau, aus diesem Grund werden wir unseren Van Boris erstmal für ein paar Tage, vielleicht zwei Wochen in die Werkstatt geben. Und das bedeutet, dass wir in der nächsten Zeit keine Videos über unseren Van veröffentlichen können. Aber wir werden Content produzieren über unsere Weltreisen. Vielleicht ihr weiß das, manche wissen das nicht. Bevor wir unsere Van gekauft haben, wir waren auf einer Weltreise. Genau, und wie wir zu dem Punkt gekommen sind, an dem wir heute stehen, werden wir auf jeden Fall in den Videos in der Zukunft veröffentlichen, damit ihr nächste Woche auch was zu sehen habt. Also, bis nächste Woche dann.